Und hallo, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Two Point Hospital. Beim letzten Mal sind wir leider bei Meltowns gescheitert nach sehr viel Spielzeit, wobei hier steht jetzt 4 Stunden 58. Wir haben aber 8 Stunden gespielt, oder sie, ja, wobei, haben wir das? Weiß ich gar nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr lange gespielt. Wir können noch Sachen einlösen. Hier, Beförderung 500 Mitarbeiter, Hausmeister, 10 Marketingkampagnen, jupp. Forschungsprojekte, Hausmeister, jupp, alles einlösen hier, alles Kudos, die wir wahrscheinlich niemals brauchen werden. Aber hey, das Kudos-Ministerium von Butter hat hier was, 250 irgendwas. Oh, wir haben super viele Kudos. Kann aber, glaube ich, mit denen ja nichts machen. Ich bin auch von dem verdienten Kudos auf Platz 1. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, was ich damit noch freischalten soll. So langsam, glaube ich. Also, was kann ich mit dem Aktienmarktpreis eigentlich machen? Unternehmen umbenennen? Nee. Bestenliste, Karriere. Ja, das ist halt das hier. Bestenliste, bin ich auf Platz 2. Boah. Von den Leuten, meiner Freundesliste zumindest. Ich weiß gar nicht, ob man auch online irgendwie nachschauen kann. So allgemein mit allen Spielern. Wahrscheinlich nicht. Ja gut, fangen wir direkt an. Starten das Level halt neu. Neu starten bitte. Weil wir sind ja pleite gegangen. Und wir müssen jetzt versuchen, das zu fixen. Und ich habe ja auch ein bisschen was gelernt beim letzten Mal. Und das versuchen wir jetzt einfach mal hinzukriegen. Irgendwie. Jo, danke, das haben wir schon gelesen. So, womit wir anfangen ist, das hier wird ja meine Ankunft. Das heißt, hier kommen die Arztpraxen rein. Hier kommen nachher, das werde ich euch direkt kaufen, bam, die Diagnosedinger rein. Die Behandlungen, nee, nochmal Arztpraxen, genau. Die Behandlungszimmer kommen hier rein und hier. Das sind die Behandlungsdinger, vorerst. Die werden auch dann direkt gekauft. So. Dann werden wir das alles direkt auf Pause stellen. Ist, damit ich eben nicht so viel Geld verliere, damit die Zeit eben nicht so schnell vergeht. Und dann direkt mal alles verkaufen, was wir hier verkaufen können. Din, din, din. So. Dann fangen wir mal an. Dann brauche ich natürlich. Ja, hoffentlich klappt das so. Das ist ja doch ein bisschen teuer, die ganzen Räume. Eine Aufnahme. Und so, wir haben letztens gesehen, wir brauchen noch eine relativ große Aufnahme. Weil man sonst mit dem Ansturm auch irgendwann nicht mehr klarkommt. Tatsächlich hatte ich ja sehr, sehr viele Anwohner, die auf einmal da angekommen sind. Das heißt, wir machen hier eine Lücke frei. So. Und hauen das ja bis nach hier so rein. So. Machen dann hier auf der Seite. Ja, wo lassen wir denn die. Ja, hier lassen wir die Ärzte rein. Dann machen wir nämlich hier den Pausenraum nachher. Damit die nicht so weit laufen müssen für den Pausenraum. Machen hier schon mal 2. Da 2. Und hier einen. Später kann man noch mehr dazu bauen. Das muss aber erstmal reichen, die 4. So viele werden wir am Anfang eh nicht brauchen. Müssen wir nur gucken, ob wir hier auf Prestige 5 überhaupt kommen. Reduziert Abfall. Reduziert Abfall. Auf besonders sorgsame und hygienische Art. Das heißt, der ist ja noch besser. Frage ich mich, ob da so viel reinpasst wie in eine Mülltonne. I don't care. Also, I don't know. I don't care ist falsch. So, dann brauchen wir natürlich eine Heizung. Brauchen wir ja auch. Eine Kaffeemaschine können wir auch noch hier hinsetzen. Warum nicht? Spricht nichts gegen. Eine Pflanze natürlich. Und dann können wir noch... Guck mal, hier kann man noch jede Menge freischalten mit Kudosh. Das machen wir mal. Halten wir erstmal alles frei. Kostet ja nichts. Ein Ghetto-Blaster. Ein Drucker! Ja, warum eigentlich nicht? Können wir mal einen Drucker hier hinstellen. So. Spendendose. Oh, eine Spendendose. Was? Erhöht die Krankenhausattraktivität. Ja, komm, das machen wir doch. Guck mal, Leute. Wir sind auch hilfsbereite. Mini-Heizkörper. Oh, okay. Nur für den Raum wahrscheinlich. Ein Ghetto-Blaster. Ja, why not? Können wir auch hier hinstellen. Spricht gar nichts gegen. Aber... So, das muss man dann nachher... Das ist dann nicht mehr erreichbar, genau. Nochmal Stufe 3. Das muss ja erstmal reichen, würde ich sagen. Dann schauen wir natürlich... So, und jetzt kommt das Wichtige. Assistenten. Bei den Assistenten bin ich mir noch nicht so sicher, was wir da eigentlich brauchen, wenn die Leute hier arbeiten. Aber ich glaube, Kundenbetreuung verbessert die Aufnahme und Verkaufskompetenz plus 50% Kundenbetreuung. Das ist sehr, sehr gut. Direkt einstellen. So. Dann brauchen wir eine Arztpraxis. Damit fängt ja alles an.
Die brauchen wir gar nicht so groß machen, haben wir jetzt gelernt. Möglichst platzsparend und nur mit Goldstern zu pflastern. Damit wir die Prestige 5 haben, weil das ist das Einzige, was man braucht. Prestige 5. Diagnosevermögen und Behandlungsvermögen plus 1%. Dann machen wir halt die ganze Wand voll mit. Das muss dann auch schon reichen als Bonus. Dann braucht man natürlich einen Mülleimer, einen Feuerlöscher, braucht man auch immer. Okay, ich weiß nicht, hier brauchen wir eigentlich keinen Feuerlöscher, meines Wissens nach. Bauen trotzdem mal einen rein, einfach weil wir es können. Dann brauchen wir noch eine Pflanze. Ja, dem ist langweilig. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn dem Arzt nicht langweilig wäre. Trophäenschrank. Brauchen wir eine Pflanze. So. Und jetzt können wir alles schön mit Goldstern zupflastern. Und einen Stuhl noch, damit sich der Arzt auch ausruhen kann und damit weniger Pause braucht. Gute Idee. So. Jetzt kommen die Goldsterne. So, und einfach das so lange, bis wir auf Stufe 5 sind. Wobei, wir können auch ein paar Fenster machen, das wäre günstiger, glaube ich. Ja, die kosten mich nur 60. So, auf der Seite können wir ja ein paar Fenster noch machen. Warum nicht? So. Dann wieder... Und eine Lampe können wir noch freischalten. Schalten wir mal frei. So. Da. Was macht die Lampe eigentlich? Ausstattungslevel nur erhöhen. Alles klar. Auch mal so nicht unbedingt. So, dann hier. Also schön bauen ist bei dem Spiel überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass das Prestige stimmt. Ist halt schade. Ich würde sehr gerne schön bauen. Aber das letzte Spiel halt irgendwie auch ehrlich gesagt nicht so wirklich zu. Mit dem Design halt, was es das Spiel halt hat. Was ein bisschen schade ist. Weil, jetzt hau ich hier hinter und das erhöht trotzdem das Design. So, das ist halt so, das Prestige. Und dann so fragt man sich halt auch, warum? So, okay. Und das ist jetzt unser, ja, Ausgang, ne? Also so fangen wir an. Dann bauen wir natürlich noch einen Hausmeister rein, der erstmal sehr viel kann, ohne Pause, Ausdauertraining, gut, und reparieren kann. Und damit auch behält das Leben für eine romantische Komödie. Obolus, 6. Stufe, verliebt sich ständig neu. Was auch immer das heißt, kann man also einstellen. Okay. Aber vielleicht soll ich bei der Menge Dreck noch einen zweiten einstellen. Ja, das wäre vielleicht doch sehr sinnvoll. So, dann brauchen wir sehr, sehr dringend und sehr, sehr früh im Spiel auch eine Weiterbildungsmöglichkeit, die 7.000 Dollar kostet. Die werde ich... Wo werde ich die eigentlich bauen? Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Wo baue ich die denn hin? Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Also hier kommen die Arztpraxen hin. Hier kommen weitere Diagnosemaßnahmen ran. Dann kommen hier wieder Arztpraxen. Hier kommen die Behandlungszimmer. Ne, warte, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Arztpraxis. Hier kommen wieder Arztpraxen rein. Oder hier, hier mache ich die Arztpraxen nochmal. Genau, dass sie halt hier so lang laufen, da lang und dann kommen sie hier wieder zurück. Dann müssen die weiteren Diagnose aber eigentlich hier sein. Und die eigentlichen Behandlungszimmer, wo kommen die dann hin? Hier. Nein, hier. Ja, die baue ich hier hin. Hier kommen die eigentlichen Behandlungszimmer rein. Aber immer 2 Stück, das ist noch wichtig. Oh, das gehört doch ein bisschen teurer, als ich dachte. Das kostet nur 30.000, na Gott sei Dank. So, verkaufen. 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 Dann mache ich hier das Weiterbildungszimmer. Häuschen. Und das machen wir auch nicht so groß, weil so groß braucht es gar nicht sein, weil das uns nämlich überhaupt nichts bringt, wenn das so groß ist, weil wir bilden eh maximal immer nur so 2-3 Ärzte auf einmal aus und wenn wir so viel Platz haben, reicht das schon. So. Zack, zack, zack. Können wir 4 Stück ausbilden, das reicht komplett. So, dann war das Tempo davon einfach künstlich erhöhen, indem wir erst einmal natürlich einen Abfalleimer bauen, den wir wahrscheinlich brauchen werden. Einen Feuerlöscher, den man hier nicht brauchen wird. Einen großen Heizkörper. Und eine Pflanze. Wo sind die? Oh, jetzt habe ich die Pflanzen übersehen. Moment. Hallo da. Und dann bauen wir noch eine Kaffeemaschine. Auch damit die länger können, ja, so. Und dann brauchen wir natürlich einfach ein paar von denen. Und danach nur noch Goldsterne vollpacken, bis es dann Stufe 3 erreicht. 5. Hab ich jetzt tatsächlich verquatscht. Passt nicht, passt nicht, passt nicht.
Also hier könnte ich noch so einen hinbauen. Das wäre, nee, das sieht ja total kacke aus, das lassen wir mal. So, dann brauchen wir aber noch Goldsterne. Wo haben wir denn die Goldsterne? Goldsterne, da. 4. So. Einfach alles vollklatschen mit Goldsternen. Just because we can. Und voilà. Okay, die Tür hätte ich vielleicht nicht hier unten hinbauen sollen. Jetzt kann ich nämlich hier neben nichts mehr bauen. Kann ich aber im Notfall immer noch umräumen, tatsächlich. So. So, womit ich anfangen kann, dann direkt schon den Kurs zu starten, ist... Ich habe noch gar keinen Arzt. Das ist natürlich nicht so klug. Das heißt, wir stellen erstmal einen Arzt ein. Einer, der Diagnose kann. Habe ich nicht. Verdammt, der hat nur das hier. Die sogenannte Diagnosekompetenz. Für brauchen wir aber auch, tatsächlich. Also ich bilde ihn direkt mal aus. Los starten, Diagnostik 2. Bam. Oh, und das ist schon zu teuer. Verdammt, kann ich mir also nicht leisten. Alles klar. So, ich brauche aber schon auf jeden Fall noch ein Behandlungszimmer, weil sonst kann ich mich nichts heilen. Das wäre nicht so klug, glaube ich. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Apotheke. Die ist schon teuer genug. Und davon brauchen wir dann 2. Okay, das sind die Behandlungszimmer. Die Behandlungszimmer werde ich hier hinsetzen. Und nach der Behandlungszimmer müssen die wieder zurück zur Arztpraxis. Das heißt, momentan laufen hier noch sehr, sehr viel. Nee, also eigentlich muss er dann hier hin. Und dann muss er zur Apotheke geschickt werden, läuft hier hin und geht wieder raus. Das ist eigentlich die Apotheke. Die Apotheke ist das Behandlungszimmer, was am schnellsten und am häufigsten benutzt werden wird, hoffe ich. Wir werden hier eine kleine hinsetzen. Eine wirklich kleine. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich kann natürlich sagen, dass ich schon viel zu viele Gebäude gekauft habe und wir hätten das nachher alles verschieben müssen. 7000, das ist echt... Ui. Ui, das wird teuer. Das sehe ich jetzt schon. 8600, ich habe schon jetzt kein Geld mehr dafür. Deswegen muss ich das so bauen. Ja, und dann müssen wir mal die Zeit starten. Ich könnte natürlich auch noch einen Kredit aufnehmen, dann geht da noch mehr. Weißt du was? Hier, den Kredit, die beiden Kredite nehme ich auf, mache direkt wieder Pause und baue mehr. Weil das will man wenn dann direkt auch perfekt haben, nicht wahr? So, okay, dann was heißt, ich werde jetzt den direkt wieder ausbilden, dass ich da direkt möglichst einen guten Diagnostik-Arzt habe. Das ist nicht mein Ziel, dass wir hier jetzt einfach mal gezielt alles auch direkt so in die Richtung pushen. Nicht zu viel bauen, aber genug. Ja, wir brauchen noch eine Krankenpfleger, genau, müssen wir nur einstellen. Krankenpflege, dass wir überhaupt Leute heilen können. So, die kann nichts. Die müssen wir nachher mit der Apotheke dann beibringen. Die müssen wir nachher der Apotheke beibringen. So. Dann brauchen wir irgendwann Toiletten. Nicht nur irgendwann, sondern jetzt. Und die hier braucht. Ach, das Ding könnt ihr natürlich direkt bearbeiten. Jetzt, dass ich dann da. Zack. Auf Prestige 5 komme natürlich. Ich kann natürlich sagen, ich übertreibe direkt am Anfang völlig. Aber wenn man es macht, dann macht man es richtig. Und dann hoffentlich gut genug. Okay, das müsste reichen. Eine Mülltonne. Obwohl, da hier reicht auch. Feuerlöscher brauchen wir hier, weil das Ding kann tatsächlich kaputt gehen. Dann brauchen wir noch einen Heizkörper. Den kann man da oben in die Ecke pflanzen. Da stört das niemanden. Und dann brauchen wir noch eine Pflanze. So. Okay. Das bauen wir aber direkt zweimal, weil... Wir werden irgendwann ein zweites brauchen. Deswegen baue ich direkt ein zweites hier hin. Jetzt ist halt die Frage, baue ich es hier daneben? Baue ich es hier in die... Ich baue es hier in die Ecke, komm. Haben wir direkt nebeneinander. Bam. Okay, dann brauchen wir jetzt Toiletten. Toiletten will ich jetzt 4er haben. Immer 4er Toiletten. Immer wo 4 Personen draufpassen. Das war mich letztes Mal, glaube ich, auch ein bisschen knapp tatsächlich. Weiß ich nicht, wie groß die sein müssen dafür. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Also, wir wollen 4 haben. 1, 2, 3. Ja, komm, wir brauchen noch auf jeden Fall das. Ich glaube, wir machen 2 größer. So. Und dann ein Pausenzimmer nachher noch. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist jetzt 1 zu viel. So. Dann brauchen wir 4 Handtrockner natürlich. 1, 2, 3, 4. Und 4 Waschbecken. 1, 2, 3. Dass sich das einfach nicht so knubbelt alles. Dann brauchen wir natürlich einen Mülleimer. Bei der Toilette brauchen wir natürlich auch einen Desinfektionsspender. Dann brauchen wir selbstverständlich eine Heizung.
Dann brauchen wir noch eine Pflanze. So. Auch hier. Ja, komm, können wir noch eine Mitte einbauen, warum nicht? So, und dann brauchen wir ein paar Goldsterne, einfach damit der Prestige hochgeht. Brauchen wir denn hier die Goldsterne? Da haben wir welche. Zack. Zack. Können wir gar nicht so viel machen, weil hier tatsächlich gar nicht so viel Platz ist. Aber wir haben schon die Stufe 4. Wir brauchen wir also auch gar nicht. So. Da 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 da. Oh, wir erreichen die aber tatsächlich nur, wenn wir dann auch hier alles zubauen, wo man sie halt nicht mehr sieht, leider. Voilà, Toilette Nummer 1. Dann brauchen wir ein Pausenzimmer. Da Pausenzimmer muss gar nicht so groß sein, wie wir auch beim letzten Mal festgestellt haben. Dementsprechend baue ich hier natürlich nur so ein minimal großes, ja. Also wirklich absolutes Minimum. Damit müssen die zufrieden sein. Hauptsache es erreicht Stufe 5. So, das heißt, ich brauche hier noch eine. Noch, ja, genau, dann brauchen wir natürlich. Aber was wir hier brauchen, ist das, wo die Geld ausgeben können. Und das werde ich auch hier reinbauen, natürlich. Weil meine eigenen Angestellten auch noch Geld reinbringen, umso besser. So. Eine Heizung. So. Okay, das war's dann, glaube ich, auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch Goldsterne. Bis wir das auf Stufe 5 haben, was relativ schnell geht mit den Goldsternen. Die sind halt so OP, die Dinger. Eigentlich schon was fast traurig, dass ich die benutze, aber ganz ehrlich, wenn man platzsparend bauen muss, dann sind das die besten Dinger. Et voilà, Prestige 5. So, dann brauchen wir erstmal nichts, weil ich muss erstmal gucken, was wir denn überhaupt brauchen, was wir für Ärzte kommen, was hier denn überhaupt für Notfälle kommen. Das dann direkt bauen, Pause machen, gucken, was passiert, das machen. So, meine Hausmeister haben eh einen Haufen zu tun. Die werden erstmal jetzt ausgebildet. Die Krankenschwester werden wir auch noch ausbilden dann. Die ersten Patienten sind noch nicht da. Ich muss ein Forschungsprojekt machen mit der Schocktherapie. Eigentlich kann ich das Forschungszentrum. Genau, das können wir eigentlich jetzt schon direkt bauen und auch anfangen zu forschen, damit das auch schnell geht. Oder muss ich das überhaupt? Weil ich habe ja verloren. Die Dinger kann ich direkt bauen. Ist natürlich ein bisschen OP, ne? Also wenn man halt verliert, dann hat man schon den Vorteil, man muss nicht nochmal forschen. Das Forschen geht nämlich über alle Level hinweg. Das ist der kleine Vorteil. Ich mache jetzt mal den Turbo an und gucken mal, was passiert. Alte 1000 Forschungspunkte muss ich trotzdem haben. Also die Upgrades an 5 Maschinen muss ich trotzdem machen. Heile 5 Patienten in Schocktherapie und heile 10 Patienten im DNA-Labor. Ja, das können wir natürlich alles machen, indem wir das jetzt schon bauen. Frage ist nur, brauche ich das überhaupt jetzt schon? Schauen wir mal. Erstmal gucken, wann jetzt denn der erste Patient ankommt. Minus 17.000 Dollar, weil wir noch kein Geld einnehmen. Ach doch, da haben wir schon den ersten. Ja klar, aber der kommt ja jetzt dann. Der ist jetzt gleich fertig damit seiner Weiterbildung. Was wir machen könnten, ist natürlich direkt mal hier eine Bank hinstellen, weil sonst häufen sich die Leute, die wir haben. Gar nicht gesehen, dass du reingekommen bist. Sorry. So, und dann kriegt ihr natürlich auch einen Luxusgetränkeautomaten hier hingestellt. Ihr kriegt natürlich einen Luxus-Snack-Automaten. Oh, du kotzt da hin. Was geht denn bei dir? Hör mal auf damit. Das ist nicht cool. Kotzt mir bitte nicht die Bude voll. So, eine Mülltonne braucht ihr wahrscheinlich auch. Kriegt ihr auch. Soll ich irgendwo da? Da kann man einen hinstellen. Einen hinstellen. So, und dann friert er wahrscheinlich auch. Das werden wir aber auch direkt ändern. So. Mein erster Arzt müsste dann jetzt auch gleich fertig sein mit der Weiterbildung. Genau, ist er. Und ich muss einfach gucken, kriege ich einen Arzt? Ja, haben wir. Aber ich bräuchte eigentlich am besten einen Arzt, der gar nichts hat. Ich hoffe mal auf ein paar schlechtere Leute. Apotheke muss behandelt werden, kann behandelt werden. Haben wir ja. Und auch gucken, ob wir eine Krankenpflegerin finden mit Apothekenausbildung. Im Moment noch nicht. Ja gut. Schauen wir mal. Ich mach mal ein bisschen. Ich mach mal eben Pause. Sind die denn auch wirklich diagnostiziert zu 100%? Ja. Das ist eine sehr einfache Krankheit. Offensichtlich. Perfekt. Dann, 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 da, 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 dann, da, da, dann, da, da, dann. So, jetzt machen wir auch nicht mal volles Tempo. Damit ich einfach sehe, was hier passiert. So, was haben wir da? Du bist auch verbaler Durchfall, alles klar. Du fluchst also sehr gerne einfach.
Hallo? Kotzt mir doch nicht. Du kotzt mir einfach in den Müll. Okay, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist ja eklig. Bist du auch zu 100% diagnostiziert? Ja. Ihr habt alle verbaler Brechdurchfall. Das ist schon mal okay. Damit kann ich leben. Das heißt, ich heile auch jetzt schon die ersten Patienten von mir. Sobald sie dann mal hier unten ankommen, irgendwann in 5 Jahren. Aber die sind ja auch nicht lange im Krankenhaus. Deswegen ist es auch nicht so. Ist es auch egal, ob die so weiten Weg haben, ehrlich gesagt. Wichtig ist, dass die Leute, die oft diagnostiziert werden müssen, dass die. Und der hat, glaube ich, was anderes. Der hat bestimmt was anderes. Was hast du? Nee, du bist auch schon diagnostiziert. Okay, wunderbar. Perfekt. Und wir haben einen scheinbar nicht geheilt. Ja, wir sollten dann vielleicht upgraden. Ja, ich muss das alles upgraden. Ah, ich brauche erstmal Mechan. Ich habe noch gar keinen Hausmeister, der das kann. Einstellen mit einem mit Mechanik. Und ja, einen der Geister machen kann. Perfekt, sehr gut. Dann werden wir erstmal direkt upgraden, die Dinger. Glaube ich gar nicht so schlechte Idee, damit die Behandlung auch funktioniert. Wir brauchen natürlich auch einen, der gut. Immer noch einen Krankenpfleger, der gut ist in dem Ding. Haben wir halt noch nicht, leider. Erdbeben, alles klar, kann ich mit leben. Noch haben wir keinen Patienten, der irgendeine Krankheit hat, die wir nicht heilen können. Also noch ist alles super. Bam, bam, badadada. Dan, dan, dadadada. Ich mache aber mit Sicherheit jetzt erstmal kein Plus. Doch, mache ich. Macht er sich Plus sogar. Gut. Es wird ja sauber gemacht. Es dauert einfach nur ein bisschen, bis hier der ganze Schrott weggeräumt ist. Die Hausmeister sind dran. Läuft die, Ja, läuft. Wird verbessert. Some alarming reports of an earthquake causing considerable damage to a local hospital. Hope nobody broke anything, but if you did. So, also was ich brauche ist so ein hier, sehr perfekt. Den kann man direkt ausbilden dann. Kurs starten. Und zwar in Allgemeinmedizin. Und das kostet halt ein bisschen was. Aber dann können wir das. Diagnosebeschluss. Eine unserer Patienten, Mathilda Silva, hat unsere Diagnosezimmer abgegeben, aber wir sind mit unserer Diagnose aber nur zu 76% sicher. Ich muss ein zweites weiteres Diagnosezimmer bauen. Das können wir machen. Und zwar bauen wir das nicht hierhin, was sinnvoll wäre, theoretisch. Aber wir wissen, wir brauchen nachher wesentlich mehr Arztpraxen. Ich glaube schon. Weil sonst kommen wir mit den anderen ja auch nicht klar. Deswegen machen wir das hierhin. Das ist dann der zweite Raum, wo sie hinlaufen. Kann ich ein bisschen steuern, wo die Leute langlaufen. So. Dann machen wir hier direkt noch ein Arzneizimmer. Dass die Diagnose hochgepusht wird. So, dann brauchen wir aber hier, weil das Ding kann auch kaputt gehen, einen Feuerlöscher. Dann brauchen wir noch eine Heizung, weil die Leute können ja auch frieren, logischerweise. Dann brauchen wir noch eine. Kaffeemaschine, da würde ich halt 2 davon wegnehmen. So, dann brauchen wir nur noch Pflanze. Kann ich die dazwischen packen? Sehr schön. Ja, dann bin ich auch schon zufrieden. Dann kommen jetzt die Goldsterne. Dann haben wir es auch schon. Bam, bam. Da-da-dam. Da-da-da. So. Oh, jetzt brauche ich schon mehr Geld, als ich habe. Haha, verdammt. Ah, hab Geld. Passt. Bauen wir. So, wird gebaut. Das heißt, hier kommt dann nachher. Ne, hier muss. Was muss hier rein? Auch ein Krankenpfleger mit Diagnoseausbildung. Haben wir sowas schon? Ja, können wir einstellen. Wenn ich Geld habe, ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Geld. Dann können wir das machen. Guck mal, ich hab ja auch schon einen, oder? Biete, können wir noch nicht machen im Moment. Auch ein bisschen mehr Money. Haben wir da erst ein Pausenzimmer und ein Klo. Das muss natürlich noch verändert werden mit der Zeit. Aber da bin ich ja dran. So, erstes Upgrade ist auch installiert. Das heißt, das Ding sollte ich eigentlich priorisieren, oder? Lege für die Jobs in diesem Zimmer eine hohe Priorität fest. Ja.
Da, 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 da. Man sieht auch schon den Unterschied, ne? Ich habe das auch erst spät festgestellt, dass man halt tatsächlich einen Unterschied sieht. Oh, warte mal, die Maschine ist ja komplett falsch rum gebaut. Das sehe ich ja jetzt erst. Warte mal. Die Maschinen ändern sich ja auch mit jedem Upgrade. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, warten wir mal eben, bis das fertig ist. Hoffentlich wirst du auch jetzt geheilt. Boris Cutterwall has contributed a particularly rousing and patriotic inspirational quote to remember in the face of adversity. Keep calm and continue spewing banalities. I will, Boris. Zufriedenheit, ja, kriegen wir hin. Mal annehmen. 50% Zufriedenheit können wir bestimmt hinkriegen. Aktueller Temperaturkomfort, ja, wir müssen die Temperatur ein bisschen hochschrauben. Das kriegen wir hoffentlich hin. Sehr gut, der Patient ist geheilt. Dann können wir das ja mal eben bearbeiten und das Ding umdrehen. Und man sieht halt auch schon einen optischen Unterschied bei den Maschinen, ne? Der eine ist upgraded, die andere nicht. Die hat da... Doch, es gab einen Unterschied. Da, ja, genau, hier. Seht ihr das an der Seite hier? Das ist nämlich jetzt hier nicht da. Genau, an der Seite passiert halt auch schon irgendwas, was auch immer. So, ich muss immer noch ein bisschen Geld haben, damit ich einen Nurse einstellen kann. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich glaube aber schon. Und zwar am liebsten natürlich eine mit Diagnosehintergrund. Weil wichtig ist, dass wir erstmal die Diagnosen hinkriegen. Die Diagnosen müssen stimmen, damit die schnellstmöglich wissen, okay, der hat das. Kann ich aber... Da, 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 da. Also ich mache mal ein bisschen schnell, weil wir einfach Geld brauchen. Und ich hoffe, ihr kriegt das Geld rein, was ich brauche. Für den brauche ich 2200, alles klar. Und eine neue Krankheit wurde entdeckt. Station benötigt. Ja, nach Hause schicken kann ich mir im Moment nämlich nicht erlauben. Ich muss erstmal jetzt Oh Gott, ich mache echt dickes Minus. Habe ich vielleicht zu viel Personal schon? Drei von denen ist vielleicht echt ein bisschen viel schon, ne? Mach mal den mal weg. Weiterbildung benötigt. Nicht jetzt. Kann ich mir noch nicht leisten. Ich brauche erstmal jetzt Geld für eine zweite Nurse. Verdammt. Machen wir es mal wieder auf normal. Dass auf die Nurse vielleicht hin und her läuft. Aber nur ewig brauche. Aber im Moment nehme ich gar kein Geld ein. Verdammt, das war echt wieder ein Fehler, oder? So viel Gebäude auf einmal zu kaufen. Ich habe nämlich gar kein Personal, was irgendwas machen kann. Oh Mann, ich habe jetzt gar kein Geld eingenommen. Oder so gar keins. Ich glaube, ich muss sie erstmal nach Hause schicken. Weil die Leute, die hier hingehen, kann ich eh nicht heilen, glaube ich. Wenn wir gleich wissen. Doch. Okay, jetzt gehst du nochmal zum Arzt, genau. Und eigentlich müsste ich in jedem Diagnosebereich auch eine Arztpraxis bauen. Und du brauchst jetzt eine Apotheke, alles klar. Also doch, ich kann die Leute heilen, die da hingehen. Schlechtes Bauchgefühl. Bungle Technology, 250 Jahre Forschungspunkte, okay. Brauche aber irgendwo Geld her, das ist das Problem. Damit ich Leute einstellen kann. This is Nigel Bickleworth. Ich hab hier eine Toilette. Wieso gehen die nicht auf Toilette? Ich versteh's nicht. Und warum steht er da rum und macht nix? Wenn er in die Apotheke muss. Achso. Frage ist halt, brauche ich überhaupt zwei von denen? Will ich eigentlich verkaufen und damit Geld machen? Ich kann nach Hause schicken. Notfall, DNA, nein. Kann ich mir nicht erlauben im Moment. Scheiße, Mann, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nur eine Nurse eingestellt. Das war nicht so klug, glaube ich. Ich gehe schon im ersten Jahr pleite. Fuck. Das war gut gebaut hier.
Aber ich habe den Fehler gemacht, nur eine Nurse einzustellen.